Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Spyro Seasons of Flame. Wir haben im letzten Part... Oh, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr erklärt, was im letzten Part eigentlich passiert ist. Genau, im letzten Part haben wir Insel Kleeblatt betreten, haben hier ein paar... Wow, warum lässt er sich denn nicht treffen, der Hampelmann? Wow. Haben im letzten Part ein paar Glühwürmchen eingefangen, haben ein paar dieser wunderschönen Wasserfontänen eingefroren, die glücklicherweise immer noch eingefroren sind. Die Rhinoxe hier alle beseitigt und dafür gesorgt, dass wir die Libellen bzw. die Glühwürmchen, Yoko, Fireflies sind keine Libellen, das waren die Dragonflies. Ja, wir haben zumindest jetzt noch ein paar Glühwürmchen eingesammelt und haben jetzt nur noch eine Aufgabe vor uns und nur noch ein paar Edelsteinchen zu finden. Aber dafür müssen wir, glaube ich, einen langen Weg gehen. Ich habe zumindest im Gefühl, dass es ein langer Weg wird. Wow. Ich war doch so kurz vor der Speicherstelle. Beziehungsweise vor der Fee. Tja, ich sollte nicht immer zu viel auf einmal wollen. Wäre ich doch mal vorsichtig geblieben und hätte den Rhinox vorher beseitigt. Und Spyro, was hältst du denn von Springen? Also, du hüpfst, wenn ich den A-Knopf drücke? Das ist dann so eine Art Befehl, den ich dir gebe. Und du tust einfach, was ich sage. Beziehungsweise, was ich drücke. Was ich sage, hilft ja relativ wenig. Hauptsache, es tut sich auf der... durchatmen und draufgehen. So wollen wir das. Okay, gut. Wir wollen jetzt hier unten lang. Oh Gott, diese Steuerung. Und mein Handgelenk. Jetzt so langsam, wo ich wieder rummanövrieren muss, merke ich das doch schon, dass ich eigentlich Pause machen sollte. Das ist so toll, wenn man gerade so einen Aufnahmelauf hat. Dann ist auch alles noch schön eingestellt und man kann halt die ganze Zeit nur einen Knopf drücken und dann kann man schon den nächsten Part anfangen und man spielt und man kommt so gut voran und weiß, oh ja, man hat dann für die nächsten Tage gleich wieder Material. Ich wollte gerade sagen, stopp. Unter denjenigen, die von meinen Zuschauern selber Let's Plays machen, kennt ihr das Gefühl, wenn man sich einfach gut fühlt, wenn man so viel aufgenommen hat und mal auf Vorrat ganz gemütlich hochladen kann? Weil meistens gehen mir die Folgen relativ schnell aus. Ja, nicht unbedingt aus im Sinne von, dass ich echt nichts habe, was ich hochladen kann, aber normalerweise sind meine Parts eben recht aktuell und ich mag es einfach, wenn ich dann weiß, okay, ich habe jetzt nicht Parts, die sind super aktuell, sodass sie vor ein paar Stunden oder so aufgenommen wurden, bevor ich sie hochlade. Und wenn ich dann schon so eine Woche vielleicht voll habe und weiß, okay, da kann ich dann ganz gemütlich mich um ein anderes Projekt kümmern. Also nicht so wirklich Projekt, aber halt was anderes aufnehmen und habe trotzdem was da, was ich hochladen kann. Und das ist alles dann so stressfrei und ach, ich mag's irgendwie. So, und so langsam beginne ich zu glauben, dass ich doch irgendwas mit dieser Tür machen kann. Auf meiner Karte ist hier nämlich der Schlüssel eingezeichnet, aber wie man ja sieht, ist hier kein Schlüssel. Ich höre hier gerade einen rollenden Rhinox. Wo ist der? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja klar, und ich weiß, Bugs hat mir was gesagt, aber irgendwie höre ich dem doch nicht zu. So kann ich
den Renox vielleicht herunterlocken? Hey Kumpel! Na, na? Ja, es geht. Und? Geil, er hat mich einfach nur überrollt. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ich hätte trotzdem Schaden dafür bekommen, dass ich hier hochgesprungen bin und er mir an den Kopf gerollt ist. Ich kann ihm so nicht schauen und er kann mir wahrscheinlich so auch nicht schauen. Toll, jetzt ist er da, wo ich ihn eigentlich nicht haben sollen, wollen, sollte. Oder vielleicht will ich ihn ja doch da haben. Vielleicht geht er ja auch auf mich, wenn ich dann... Wenn ich mich dann einfach hier hinbegebe und rollt mir das eine Ding hier auf. Nein, tut er nicht. Gut, und was ist jetzt mit dem dicken Stein? Ich kann wahrscheinlich nichts mit dem machen. Und dahinter ist mein Schlüssel. Und bei dem anderen Stein ist dann, glaube ich, mein... Ja, wie heißt das? Ah, Mann, hier, meine Kiste. Genau, das meinte ich. Lange Sprechpausen, während ich aufnehme. Ich sollte gleich schlafen gehen. Ich bin einfach zu müde. Kann ich mit dem Honig irgendwas machen? Nein, der ist einfach nur Deko. Mein Gott, was soll ich denn tun? Das bringt ja auch nichts hier. Kann ich die wieder auftauen? Nein, kann ich auch nicht. Toll, das war ja wohl nichts. Ich wollte den gleich mit einem Mal aus dem Weg schaffen. Okay, es passiert doch nichts, wenn er an dem Ding explodiert. Ich kann mit dem Teil absolut nichts machen. Okay, ist dann hier vielleicht irgendwo noch so ein Tor, womit ich irgendwie eine Aufgabe machen könnte? Ich glaube es ja fast nicht. Da. Unten ist die Truhe. Toll. Bringt mir so aber auch überhaupt nichts. Vielleicht irgendwie was dahin bringen soll oder irgendwie ran. Bringt uns diese weitere Sicht irgendwas? Nein, null, niente, nada. Gut, da sind aber unsere fehlenden Edelsteine drin. Mann, Mann, Mann! Sowas mag ich echt nicht. Es ist auch völlig egal, welchen Atem wir hier nutzen. Oder wie wir hier gehen kommen oder was auch immer wir machen. Ich glaube, ich vermute jetzt einfach mal, dass man hier irgendwas machen muss, was wir jetzt noch nicht haben. Was wir jetzt noch nicht machen können. Wir haben ja schon irgendwie einen zusätzlichen Item, Atem bekommen. Was ein so ein Buchstabe schon wieder ausmachen kann. Atlas, dann gucke ich mal einfach. Ansonsten sind ja auch die
blöden, komischen, roten, bösen Würmchen markiert. Bis auf der eine, wobei ich nicht weiß, das Level hat sonst keine zweite Tür, wo man hingehen könnte, um eine Herausforderung zu machen. Vielleicht kann man bei dem einen Typen nur nochmal eine. Ja, wahrscheinlich müssen wir bei dem nochmal hin und das dann nochmal machen. So. Gut, dann geht's, glaube ich, hier lang. Nein, ging es nicht. Oh, mein Handgelenk. Geht es dem Elend? So, wo genau bin ich jetzt? Gut, hier war das. Hier konnten wir rüber. Ach stimmt, hier sind wir jetzt auch wieder genutzt. Der ist dann nochmal schön baden gegangen. Tut so ein stinkenden Renox bestimmt auch ganz gut. Obwohl die eigentlich ziemlich gepflegt aussahen. Ja. Im Gegensatz zu den. Wie hießen sie nochmal? Ja, die Vogelscheuchen Renoxen. Hier. Eine Überraschung für dich. Nein! Oh! Gut, diese Aktion gerade hat mir gezeigt, dass ich definitiv gleich mal eine Pause einlege, weil ich habe voll keine Kraft mehr, da irgendwie in die richtige Richtung zu drücken. Ich glaube, ich brauche einfach einen neuen Controller. Der ist so knatschig geworden. Oh ja, sie sind wieder da und diesmal haben sie einen Freund mitgebracht. Würdest du es nochmal mit ihnen aufnehmen? Ja. Würde ich. So, jetzt zeigt mal, was oder wer euer Freund ist. Wahrscheinlich ist es nur einer mehr. Na, so, einen habe ich wieder. Jetzt muss ich nur noch warten, bis sie blöd genug sind, hier nah an den Rand zu kommen. So, jetzt habe ich schon zwei, die ich so gut es geht beschütze. Nein! Gott, das ist wie bei diesem einen Fangspiel. Ich glaube, Räuber und Gendarm war das, wo man sich dann hinsetzen muss, wenn man gefangen wurde. Oder es gibt halt auch noch so eins. Nein! Ich hatte drei Stück, ihr ollen Bastarde. Oh Mann, oh. Ich glaube, ich suche mir eine neue Position. Ja, hier. Finde ich ein bisschen sicherer. Halt das, wo man sich dann hinsetzen musste und es konnte halt irgendjemand, also man musste sich dann hinsetzen und musste die Beine dann so von sich strecken und jemand konnte dann, der frei war und kein Fänger, da drüber springen und dann war derjenige wieder frei. Und dann gab es halt noch eine Version, ich weiß jetzt nicht, ob es das gleiche Spiel war oder ob es ein anderes Spiel war, wo man dann halt auch halt die Beine breit, also wie das klingt, die Beine breit machen musste. Also nicht in dem Sinne, aber man ist halt mit breiten Beinen stehen geblieben und dann musste halt jemand da drunter kriechen, wenn man frei sein wollte. So! Oh mein Gott! Es ist das letzte Spyro. Ich muss ins Bett. Ich kann überhaupt nicht mehr anständig lesen. Das müssen wir Darby erzählen. Ja, wieder mal. Und diesmal wird, glaube ich, nicht nochmal einer dazukommen und den Rest befreien. So. Her damit. Und um den Renox kümmern wir uns. Okay, wir kümmern uns nicht um ihn. Ah, die werden so schnell keinen Ärger machen. Danke, Spyro. Ich hoffe, dass wir deine Hilfe nicht so bald wieder in Anspruch nehmen müssen. Für deine Bemühungen gebe ich dir eine dieser komischen fliegenden Münzen. Oh, Achtung, du musst sie schnappen. Wäre ich nicht drauf gekommen, Freunde. Wäre ich nicht drauf gekommen. So, Aschi. Du hast die letzte Feuerfliege in diesem Level gefangen, Spyro. Und gleich wird mich dieser Renox erwischen. Wenn das so ist, Barks, bin ich böse. Gut gemacht. Gut, er hat mich nicht erwischt.
Und wie komme ich jetzt wieder zurück? Oh, 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 falsche Taste. Beinahe wäre das nicht gut gegangen. Aber meinem Glück mache ich sowieso wieder den Segler ins Verderben. Tatsache diesmal nicht. Ich bin total überrascht von mir selbst. Und wir haben es geschafft. Wir haben diesen Bereich abgeschlossen. Also die Sonnenprärie. Das Level bzw. die Oberwelt ist damit abgeschlossen. Wir haben nur 3 Level pro Oberwelt. So wie ich das mitbekommen habe. Und ich höre sie im Hintergrund krölen. Also der Bruder von meinem Freund und seine Freundin Teamspeak. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. So. Genau, und was sagt der Atlas uns weiter? Atlas? Schön. Sonnenprärie haben wir jetzt. Nein, das ist das alte Ding und da haben wir sowieso alles. Die Bauernhöfe sind komplett. Inselkleeblatt ist komplett. Hatte ich ganz vergessen. Wir mussten ja irgendwie noch an diese komischen Steine. Na, immer dieses Aufstoßen. Und ich wollte ja versuchen, erstmal rauszufinden, ob mir irgendeine Fähigkeit dafür fehlt. Ja, und dann werde ich das irgendwie schon schaffen. Wir werden da schon reinkommen. Falls es irgendjemand weiß, Engel zum Beispiel, du hattest das Spiel ja auch, dann kannst du mir ja auch nochmal erklären, wie das vielleicht ging, weil... So, jetzt im Internet nachgucken möchte ich ungern und ansonsten warte ich halt, wie ich selber darauf kommen könnte, dass man hinter diesen komischen Stein kommt. Gut. Ja, soweit sehe ich hier jetzt eigentlich nichts, was ich noch machen könnte. Also kann man ja schon mal nach der Himmelsprärie gucken. Oh, das klingt voll toll. Obwohl, das haut gar nicht so richtig hin. In der Sonnenprärie fehlen doch noch voll viele Sachen. Wir können hier noch 9 dieser... Nee. Nee, hier muss noch irgendwo was sein. Gut, ich dachte, es wären erst 3 Level, weil es irgendwie so den Anschein... Es hat sich so angefühlt, als wären es 3, die man in jeder Oberwelt hat. Aber anscheinend sind es doch irgendwie mehr. Ich werde dann im nächsten Part nach ihnen suchen und wir werden uns in das nächste Level stürzen. Was auch immer es sein wird. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Danke für eure Unterstützung, dass ihr dieses... Ah, ich weiß schon, was Geld sagt. Dass ihr dieses Let's Play schaut. Und ich hoffe, ihr habt ein... Na, nee, ich glaube, dieser Part wird schon nach Silvester kommen. Ja, dann sage ich einfach mal, hoffe ich, dass ihr einen super Start ins neue Jahr gehabt habt. Und... Silvester mit Freunden verbracht habt oder vielleicht auch der Familie, aber ich glaube, in den meisten Fällen verbringt man Silvester normalerweise ab einem bestimmten Alter mit seinen Freunden. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es eher unfreiwillig zu Geldsack geht und zu diesem komischen Känguru. Okay, danke fürs Zuschauen, sorry fürs Verhaspeln und sorry fürs müde sein. Und sorry fürs immer wieder nochmal verhaspeln und kein Ende finden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Liebe Grüße, eure Kyoko.